Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 17, Mai 2021. Giuseppe Verdi, La Forza del Destino. Hier an der Deutschen Oper in einer Inszenierung von Frank Castorf zu erleben. Aus dem Stück, aus dem dritten Akt des Stückes und aus dem Duett Piano Chi Possi, der 10. Takt vor Buchstabe H. In dieser Szene erleben wir Carlo und Alvaro, die beiden männlichen Protagonisten des Stückes, eigentlich Todfeinde, die sich mittlerweile im Krieg inkognito kennengelernt haben, nicht wissen um die Identität des jeweils anderen. Carlo hat Alvaro das Leben gerettet. Er hat ihn schwer verwundet aus der Schlacht geholt, hat ihn ins Lazarett gebracht und hier erleben wir nun, wie Alvaro mit dem Tod ringt. Das ganze Stück steht in F-Moll, einer der Tonarten, die mit seiner Figur auch immer in Verbindung gebracht werden. Und um ihn zu trösten, sagt ihm dann Carlo, auch wenn du stirbst, immerhin kriegst du dann einen Orden, und zwar den Orden der Familie Calatrava, seiner eigenen Familie. Er gibt damit einen Teil seiner Identität preis, woraufhin Carlo aufschreckt. Er singt Die Calatrava, mai, mai. Und dann kommt dieser dramatische, mit einem Tempowechsel verbundene Dominant-Sepp-Non-Akkord. Und diese Streicherfigur, ja, hat einen großen Modulationsschritt hin von diesem Akkord zu einem Fis-Dur-Dominant-Akkord, der sich dann, wenn Carlo singt, Che inoridi di Calatrava al nome, nach H-Moll hin auflöst. Nun sind wir auf einmal in der harmonischen Sphäre Carlos. Carlo fragt sich, warum hat er sich denn jetzt da so erschreckt? Was ist denn da los? Und er wittert natürlich einen bestimmten Verdacht. Nun zeigt sich die ganze Meisterschaft Verdis als Musikdramatiker mit wirklich minimalem Aufwand von Mitteln, maximale Wirkung zu erzeugen. Es erklingt mit einer Tempoverzögerung, mit einer Verlangsamung verbunden, unbegleitet. Lediglich 4 Töne, eine kleine Figur in Oboen und Fagotten. Ein chromatischer Abgang. Hin zu G-Dur. Das ist ein riesiger harmonischer Schritt. Wir befinden uns nun wieder zurück in Alvaros Welt und eben auch wieder in Alvaros Gedankenwelt. Er hat von diesem ganzen Aufruhr, von diesem Erschrecken und diesem Verdacht Carlos gar nichts gemerkt und denkt mittlerweile daran, was er als seinen letzten Willen eben dem Freund anvertrauen möchte. Und die Meisterschaft besteht eben darin, mit dieser unbegleiteten chromatischen Figur einen riesigen Modulationsgang mit nur ganz wenigen Tönen zu machen. Man kann nämlich diese Figur, die ja nicht mit Akkorden hinterlegt ist, harmonisch mehrfach deuten. Man kann das als hin zu H-Moll deuten, man kann es aber eben natürlich auch als Kadenz zu G-Dur hindeuten, dann klingt das so. Und es gäbe noch 2 weitere Möglichkeiten. Also hier ist eine große Ambivalenz in harmonischer Hinsicht, die aber gleichzeitig ermöglicht, diesen Riesensprung mit einer ganz knappen, kurzen Geste zu machen, die gleichzeitig einen riesigen dramaturgischen Sprung ermöglicht, nämlich von der Aufruhr und der Aufregung Carlos hin eine ganz, ganz krasse, extreme Beruhigung des Geschehens hin zu dem Alvaro zu machen, der dann auch bittet Amico und etto sol hin nach C-Moll, wo er ihn dann bittet, lasst uns allein, ich erzähl dir, Carlo, jetzt ein Geheimnis, bitte dich um meinen letzten Willen. Haben Sie noch weitere Fragen zu dieser Stelle oder auch sonst, dann können Sie mir eine E-Mail schreiben an takt@deutscheoperberlin.de.